Zu Starfield gibt es einige spannende Neuigkeiten. Nach einer langen Durststrecke bricht nun der Game Director von Bethesda Game Studios, Todd Howard, das Schweigen. Der CEO von den Larian Studios, den Machern hinter Baldur's Gate 3, äußert sich zu Starfield. Es sollen schon bald mehrere Updates für Starfield kommen. Und wir werden heute noch besprechen, wann womöglich endlich Modding Support und das DLC für Starfield erscheinen wird. Ganz schön viel zu besprechen. Legen wir also direkt los. Achso, falls du dich für Starfield interessierst, lass gerne ein kostenloses Abo da, denn ich berichte hier regelmäßig ausschließlich über Starfield auf diesem Channel. Fangen wir doch damit an, was der Chef von Baldur's Gate 3 zu Starfield sagt. In einem Interview äußerte sich Sven Wienicke, der CEO bei den Larian Studios, zu Starfield und Bethesda. Player 3 berichtet dazu folgendes. Der Studiochef macht klar, dass er viel Respekt vor Bethesda Softworks habe. Dementsprechend wollte das Team dem Starfield-Release aus dem Weg gehen. Zitat: Ich habe großen Respekt vor Bethesda. Wenn man auf dem Meer ist und ein größeres Boot vorbeikommt, gilt die Regel, dass man dem größeren Boot aus dem Weg geht. Sie waren das größere Boot. Wir sind Bethesda aus dem Weg gegangen, aber wir wollten trotzdem, dass die Welt uns Aufmerksamkeit schenkt. Erklärte Wienicke. Definitiv ist Baldur's Gate 3 ein geniales Rollenspiel und konnte viele Leute begeistern. Doch ehrlicherweise finde ich die Aussage von dem CEO etwas merkwürdig. Klar ist Bethesda der größere Publisher und die Bethesda Game Studios haben eine ziemlich erfolgreiche Historie an erfolgreichen Spielen, die sie herausgebracht haben. Doch inwiefern ist jetzt Baldur's Gate 3 Starfield aus dem Weg gegangen und inwiefern müssen das überhaupt die Larian Studios? Baldur's Gate 3 und Starfield wurden im gleichen Jahr und sogar in einem ähnlichen Release-Zeitraum veröffentlicht. Also stimmt diese Aussage einfach nicht wirklich und unabhängig davon ist es auch nicht notwendig, dass die Larian Studios irgendwie Bethesda aus dem Weg gehen. Spiele sollten dann im Idealfall veröffentlicht werden, wenn sie fertig sind. Mit dem Fantasy-Rollenspiel wollten die Entwickler jedenfalls sehr viel Wert auf Identität legen und dieses im Spiel widerspiegeln. Zudem wies er darauf hin, das sehr viel kinoreifere Spiel veröffentlicht zu haben. So konnte sich das Spielerlebnis deutlich von den Bethesda-Titeln abheben. Ohne Zweifel ist es so, dass Baldur's Gate 3 cinematisch die deutlich besseren Einlagen besitzt als Starfield. Die Cutscene in Baldur's Gate 3, aber auch in Spielen wie Cyberpunk 2077 oder Red Dead Redemption 2 sind mit CGI erstellt worden. In der Regel wurden sie wirklich von Schauspielern dargestellt. Bei Starfield wurde das nicht gemacht, was auch durchaus Sinn ergibt, denn dieses Spiel erzählt seine Geschichte gänzlich anders und ermöglicht es quasi an jedem beliebigen Ort, also jeden Planeten, wenn man so möchte, einen Dialog mit NPCs zu führen. Diese Flexibilität hat allerdings ihren Preis, so gibt es keine coolen Cutscenes. Letztere erfreuen sich ja in vielen Spielen großer Beliebtheit und deswegen kann man hier schon zu Recht sagen, dass Baldur's Gate 3 das kinoreifere Spiel ist. Damit werfen wir an sich auf Starfield einen Blick. Es war jetzt lange Zeit etwas ruhig um das Spiel und die Spielerzahlen sind auch ziemlich stark gesunken. Nichts Ungewöhnliches bei einem Singleplayer-Spiel, was keine neuen Inhalte bekommen hat. Doch nun mit dem Release der Fallout-Serie und den Updates für Fallout 4 und Fallout 76 hat der Game Director von Bethesda, Todd Howard, sein Schweigen dazu gebrochen. So heißt es bei Xbox Dynasty. Todd Howard ließ durchsickern, dass ein paar großartige Updates für Starfield in der Mache sind und schon bald angekündigt werden sollen. Zitat: Wir arbeiten auch viel an Starfield. Wir haben also einige wirklich gute Updates, die bald für dieses Spiel angekündigt werden. Es ist also eine Menge los hier. Im Dezember 2023 hatte Bethesda für Starfield verkünden lassen, dass man etwa alle 6 Wochen ein Beta-Update für das Spiel veröffentlichen will. Um diesen Veröffentlichungsplan gibt es sehr, sehr viele Diskussionen, weil irgendwie ist sich keiner so richtig einig, wie jetzt das Ganze eigentlich abzuzielen ist. Ich gebe ehrlich zu, dass ich das selbst auch nicht wirklich geblickt habe und einige sagen, dass jetzt nächste Woche eigentlich ein neues Beta-Update anstehen müsste für Starfield. Andere sagen eher erst Ende des Monats. Doch bleiben wir dieses Mal bei den Fakten und werfen mal einen Blick hinter die Kulissen. Auf der Seite SteamDB kann man nämlich einsehen, welche Builds von den Entwicklern auf Steam hochgeladen werden. Und hier können wir sehen, dass Bethesda nach wie vor an Starfield täglich arbeitet. Wir als Außenstehende können zwar die Namen dieser Builds bzw. Depots einsehen, allerdings wissen wir nicht, was in ihnen steckt, sie sind verschlüsselt. Eine dieser Dateien nennt sich Video und das könnte natürlich der Trailer sein von einem zukünftigen DLC.
oder ein Trailer für den Modding-Support, der ja heiß erwartet wird. Insgesamt können wir auf SteamDB 7 verschiedene Builds sehen, an denen gerade Bethesda arbeitet. Eines von diesen Builds heißt zum Beispiel Flight, ein Hinweis darauf, dass möglicherweise sich nochmal etwas am Fliegen ändert. Im Dezember 2023 hatte ja Bethesda versprochen, dass es neue Arten des Reisens geben soll. Diese schwammige Aussage deutet vielleicht darauf hin, dass es Fahrzeuge geben wird oder dass wir vielleicht direkt von Planet zu Planet fliegen dürfen. Doch das sind Spekulationen und wir wissen nicht sicher, was Bethesda plant. Vielleicht fragt ihr euch ja auch, wann kommt endlich der Modding-Support? Und darüber habe ich jetzt immer mal wieder die letzten Male in meinen News-Videos berichtet. Gegenwärtig ist die Starfield-Community etwas hibbelig, weil der Modding-Support im Vergleich zu Fallout 4, aber halt auch zu Skyrim und vorangegangenen Bethesda-Spielen echt ziemlich lange auf sich warten lässt. Auf SteamDB können wir ein Bild sehen vom Namen her, was darauf hinweist, dass Modding Support vielleicht bald schon kommen könnte. Der hier angezeigte Branch deutet darauf hin, dass Bethesda aktiv mit Mod-Creatern zusammenarbeitet. Und das dementsprechende Bild wurde seit 17 Tagen nicht mehr angerührt. Ein Hinweis dafür, dass alles für den Modding Support fertig ist und dass bald das sogenannte Creation Kit 2.0 veröffentlicht wird. Mit diesem Tool kann man dann Mods erstellen für Starfield. Mit dem offiziellen Release von Mod Support wird wahrscheinlich auch der sogenannte Creation Store veröffentlicht. Diesen haben wir bereits auch in Skyrim gesehen. Hier kann man sowohl kostenpflichtige Creations erwerben, welche von Moddern erstellt und vom Bethesda kuratiert wurden, als auch kostenlose Mods herunterladen. Der Vorteil des Creation Store ist es, dass er sich leicht bedienen lässt und er ist auch auf den Konsolen bedienbar. Zudem erlaubt es der Creation Store, Mod-Creatern, Geld zu verdienen mit ihren Kreationen. Mit dem Release von Fallout 4, aber auch damals von Skyrim, gab es eine solche Plattform zu Beginn noch nicht und das hat das Modding sehr kompliziert gemacht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mit der Veröffentlichung des Creation Kits auch der Creation Store veröffentlicht wird und wir direkt uns einige Mods herunterladen können. Zum Abschluss wollen wir noch einen Blick auf das potenzielle DLC werfen, was ansteht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass dieses im Sommer beim Xbox Showcase Event angekündigt wird. Das DLC dann selbst könnte Ende 2024 veröffentlicht werden. Also im Zeitraum vor einem Jahr, wo Starfield seinen Release hatte. Wir wissen jedoch aus Interviews, dass Starfield mindestens 5 Jahre lang unterstützt werden soll. Das heißt, wir werden immer wieder über die Jahre DLCs sehen, aber auch neue Creations. Das ergibt auch eine Menge Sinn aus der Perspektive von Xbox, die ja Starfield als ihr Flagship auserkoren haben. Der Game Pass ist ja ein monatliches Abo-Modell und natürlich braucht es hierfür regelmäßigen Content, damit Leute weiterhin diesen behalten. Und hier wären wir bei einer ziemlich spannenden Debatte. Blickt man nämlich nur auf Starfield, könnte man argumentieren, dass Bethesda sich sehr viel Zeit lässt für all die Updates und potenziellen DLCs. Doch ich denke, der Schein trügt etwas. In den letzten 6 Monaten hat sich Bethesda vor allen Dingen darauf konzentriert, den Unterbau von Starfield so perfekt wie möglich zu machen. Natürlich wäre es ideal gewesen, wäre das Spiel von vornherein so veröffentlicht worden. Doch haben wir nicht mehr 2005, wo Spiele deutlich weniger komplex waren als heutzutage. Und B ist es logisch, dass eine breite Masse an Spielern deutlich schneller auf mehr Fehler stößt als einige wenige hundert Spieletester. In Angesicht dessen hat in den letzten 6 Monaten doch Bethesda einiges für Starfield herausgebracht. Es gibt nun endlich einen Field of View Slider, sowohl für das Raumschiff, für die Third Person oder für die First Person. Starfield hat DLSS Support und Frame Generation bekommen, aber auch FSA 3 Support. Letzteres erlaubt auf allen Grafikkarten mehr FPS. Es gab ein großes Grafik-Update, was das Licht an zahlreichen Orten verbessert hat. Es hat sich auf jeden Fall also was getan, doch trotzdem kann ich natürlich diejenigen nachvollziehen, die sagen, hey, ich möchte mehr Content haben, ich möchte mehr Quests erleben in Starfield, ich habe das Game schon komplett durchgespielt. Unabhängig davon gibt es ganz schon viel für Bethesda-Fans gerade zu tun. Fallout 4 und Fallout 76 haben dank der neuen Fallout-Serie Updates bekommen. Die neue Amazon Fallout-Serie hat sehr gute Bewertungen bekommen und für The Elder Scrolls steht die Erweiterung Gold Road an, die im Sommer erscheinen wird. Übrigens hat mich hier Bethesda eingeladen und ich durfte die Erweiterung bereits 90 Minuten exklusiv anspielen. Und ehrlicherweise gab es sogar einige Probleme, welche das waren, erzähle ich euch hier in diesem Video.